Du hättest nicht kommen sollen, Kriegerin des Lichts. Mein einziges Streben ist es, diesen Krieg zu beenden. Einen Krieg, genährt von Dogmen und blindem Hass. Ich werde vernichten, wer sich dem Frieden entgegenstellt. Dies ist meine Bestimmung. Und die deine ist es, dich zu füllen. Wir haben keinen Gott, zu dem wir flehen könnten. So müssen wir uns selbst erlösen! Nimm meinen Körper, heilige Shiva! Erfülle ihn mit deiner Kraft! Mögest du aufs Neue unter deinen Brüdern und Schwestern wandeln! Setz der Zwietracht ein Ende, auf das durch deine Kraft ewiger Frieden herrscht! Und damit willkommen zu Let's Play Final Fantasy 14 mit tatkräftiger Unterstützung mit mir dabei. Haben wir den Lilim, den Kaffee, den Sarah und natürlich meine persönliche Heilermieze, die Aya. Wir stellen uns in diesem Fight Shiva und machen das ganz gemütlich. Wir waren natürlich ganz spitzohrig und haben gesagt, wie nennt man das? Lilim, Hilfe, du bist wortgewandt. Was meinst du überhaupt? Trollolol. Ist ja auch egal. Wir haben uns gedacht, wir gehen halt mit zwei Heilern und zwei Tanks hier rein, um Early Pulse zu vergeigen. Nein, um die halt eben nicht machen zu lassen. Hier haben wir Shiva. Shiva wird eigentlich nahezu dort hinten getankt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Shiva zu machen. Mit einem Tank, mit zwei Tanks. Wir machen an dieser Stelle zwei Tanks, weil das ein bisschen chilliger ist. Lilim hat eigentlich die meiste Zeit nichts anderes zu tun, als drauf zu hauen. Bei etwa 60% kommen Adds dazu. Diese Adds werden einfach umgenutzt und dann gibt es einen Phasenwechsel mit cooler Stand-Up-Posey von uns. Ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Am besten ist es, wenn Shiva natürlich nicht in die Gruppe guckt, um Cleave-Damage zu vermeiden. Raus aus AOE und ich glaube, das war's, ne? GG. Ach ja, genau. Du hast Permafrost. Noch eins vergessen. Permafrost. Du hast noch was anderes vergessen. Was denn? Geile Mucke nach dem Phasenwechsel. Oh ja, geile Mucke. Die Mucke ist einfach nur episch. Jetzt schon episch. Die ist jetzt schon episch. Aber klar, zum Phasenwechsel gibt es nochmal eine coolere Mucke. Ein bisschen rockiger. Und jetzt, genau, Permafrost ist wichtig. Bei Permafrost darf man sich nicht bewegen. Ansonsten rasselt irgendjemand an den Rand und wird eingefroren. Macht ein bisschen Aua. Ist im Normal, also in Götterdämmerung eigentlich locker gegen zu heilen. In Zenit der Götter macht man das nicht so gerne. Ah, du hast noch was vergessen. Du musst auf der darauf achten, was für Waffen sie zieht. Ach, das ist halb so wild. Also ja, und beim Stab soll man trotzdem auseinandergehen. Ja, bei Götterdämmerung. Trotzdem. Ja, gut, wenn klar, natürlich. Die AOE und so weiter. Man sollte natürlich genauso wie bei Ramu, sollten sich AOEs nicht überlappen. Also, die Spieler sollten auseinandergehen. Hast du recht. So, aber wollen wir mal loslegen, um uns das Ganze hier mal ein bisschen anzugucken. Wie ich schon gesagt habe, Shiva tank ich eigentlich mehr oder weniger am Rand. Ich muss jetzt erstmal hier initial Aggro aufbauen, ansonsten donnert mir der Dragoon zu doll rein. So, jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt ärgert sich der Dragoon, aber das ist mir egal. Von hier aus ist es auch ein bisschen einfacher für mich aus den AOE rauszukommen. Hier haben wir Hagelsturm, da sollte man natürlich nicht zusammenstehen. Rums, da hat es ein paar mehr erwischt, aber halb so wild. Genau, diese AOE ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Man sollte immer zwischen den AOEs bleiben und natürlich außerhalb des Kreises. Davon gibt es später noch eine komischere Abart. Zu der kommen wir aber gleich. Also ja, kommt erst noch ein Phasenwechsel, glaube ich. Eben, chillen wir mal eine Runde, packen hier drauf ein, tun so, als ob wir hier voll immer Action haben. Also, Shiva fand ich persönlich von den Prima-Es so ziemlich am einfachsten.
in Götterdämmerung, in Zenit der Götter ist das dann wiederum ein bisschen anders. Da kann man ein paar Fehler mehr machen. Aber eigentlich fand ich Shiva selber doch ziemlich locker und gelassen. Shiva ist ein geiler Kampf auf jeden Fall. Ich gehe hier gerne wegen der Musik rein. Also wirklich wegen der Musik. Ja, so Shiva ist obergeilste Mucke, Alter. Er ist recht noch im Phasenwechsel, wie gesagt. Oh yeah. Ich mag Ramus Musik. Ja, Ramu ist einschläfernd und beruhigend. Nein. Das ist wie Schneefleisch. Es ist sehr beruhigend. Ja, Schneefleisch ist was anderes. Also mal ganz im Ernst, wer kommt gerne nach Hause oder öffnet eine Tür, geht hindurch und das erste, was man bekommt, ist, man wird angeschrien mit einem Ja, ich mag diesen Sound. Also Ramu mag ich von der Musik überhaupt nicht. Oh, Posi, was mache ich denn hier? Großer Stepptanz. Nein, ich weiß was anderes. Idiotentanz! Klatschen! Mir fiel nichts anderes ein. Yay! Kleines, awesome! Kleines Bild hier. Und jetzt die schöne Musik. So, jetzt ist der Rand, wie man halt eben sieht, ein bisschen blau erleuchtet. Jetzt sollte man ihn nicht mehr berühren, wenn man da rein wandert, wird man halt eben eingefroren und kriegt nochmal ein bisschen Schaden. Das ist hier diese Abart der AOE. Also ich schluck ganz gerne mal eine. Wichtig ist, dass man hier dann nicht in zwei steht und wenn man mit der AOE durchläuft, ist sie sogar tödlich. Hängt davon ab, wie mitlaufen, ob dahinter oder davor. Ne, wie ich das eine Mal in der Lichtfarmgruppe, wo ich der AOE so entlang gelaufen bin, dass sie mich einfach umgenockt hat. Du hast einfach alles jeder AOE mitgenommen in Deutsch, oder was? Ja, ja. Bis ich dann tot war. Oh, was denn sowas? Weil ich kann. Immer langweilig, gib's zu, und du wolltest einfach nur Trollerlol machen. Ja. Nur damit sich die Leute nicht wundern, ich bin derjenige, der absichtlich genau zeigt, wie man sich macht. Darf ich den Knaller zünden? Permafrost ist durch. Ah. Sarah hat es nochmal schön demonstriert. Zack. Das passiert schon nicht bei. LB machen darf. Ja. Das passiert, wenn man bei Permafrost sich bewegt. Man ist Eis. Man kann es ein bisschen. Es ist tricky, wenn du ganz hinten stehst und du läufst Richtung Shiva nur ganz leicht, dann rutschst du nur ein bisschen zu Shiva hin und es passiert nichts. Ja. Das hängt wirklich davon ab, wo du stehst. Jetzt bringt nichts mehr. Und ja. Yippie, Shiva geschafft und eine Cutscene. Mehr oder weniger. Ja, die Cutscene kommt erst, wenn du rausgehst. Ja, die kommt erst, wenn ich rausgehe. Wichtigster Spieler war Lala Feldzwiebel. Ja, toll. Muss ich dem Baden geben. Toll, ganz toll. Da freut sich Sarah jetzt gleich musst wieder. Du? Er will nur Schleim. Na gut, er war ja als Ninja unterwegs. Da ja die Aufnahmen sowieso gleich weitergeht, mache ich hier sozusagen einen Cut und nehme den Rest der Folge sozusagen mit dem Anschluss auf, wenn ich hier drauf drücke. Und ja, wechsel davor dann auch nochmal den Channel. Ich mache doch mal 30 Minuten Part. Selbst meine Prima-E-Kämpfe und so weiter sind auch 30 Minuten in 30 Minuten reingedonnert. Des Lichts. Gerade du solltest doch wissen, welchen Schmerz schon ein kleiner Zwist über die Streitenden zu bringen vermag. Dies ist ein Krieg über Jahrhunderte. Kein Opfer ist zu groß, wenn es ein Entrinnen aus diesem ewigen Kreislauf von Gewalt und Zerstörung verspricht. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Ich opfere meinesgleichen für das Ende des Leids.
Keiner der Ishgarder erinnert sich an den Grund der blutigen Fehde. An die Sünde, die am Anfang stand. Sie fragen auch nicht danach. Sie sind in Lügen und Dogmen gefangen und blind für die Wahrheit. Es ist noch nicht zu spät. Die Erlösung liegt in unserer Hand. Wir müssen sie denen darreichen, die sie so lange ersehnt haben. Begib dich zum Hüter des Sees, denn er weiß, wie alles begann. Öffne deine Augen für die Wahrheit. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir geschenkt ist. Hör hin, fühl es, denk nach. Und so entschwindet das Gefäß. Es war vorherzusehen. Lahabrea wird dennoch zufrieden sein. Was meine Freude über den Erfolg beträchtlich trübt. Yippie! So, an dieser Stelle, auch wenn sie es nicht mehr hören, danke an meine Mitstreiter, die mir bei Shiva so tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Und weiter geht's, Mann Brüder! Ein Glück, ihr seid heil davon gekommen. Was war denn da drin los? Erzählt schon! Bla? Was? Eisherz selbst hat sich in Shiva verwandelt? Von so einer Beschwörungsmethode höre ich zum ersten Mal. Na, immerhin hast du sie mal aufgehalten. Gut gemacht, Dufte. Du hast es wirklich drauf. Schön. Toll. Ganz toll. Jetzt bekomme ich das Burtang. Was trage ich hier die ganze Zeit? Das Burtang. Man bekommt sogar die 110er Waffe mit der Mainquest. Ganz, ganz toll. Freut mich. Super. Hab meine Poesie-Marken, meine Strategie-Marken so dermaßen ins Nichts gejagt dadurch. Du solltest auch den anderen erzählen, was du in dieser Arena erlebt hast. Treffen wir uns doch gleich am Sonnenstein. Es kann aber einen Moment dauern. Ich muss noch die anderen holen, die sich weiter innen im Schneekleid bereitgehalten haben. Willst du in der Zwischenzeit in Weißfelsfront vorbeischauen? Weißenfels vorbeischauen. Alfino ist sicher ganz krank vor Sorge um dich. Das oder er versucht sich als Diplomat. Er sagt was von Verhandlungen mit Ishgard. Auf jeden Fall wird er sich garantiert freuen, wenn du auftauchst. Wir sehen uns dann im Sonnenstein. Raute. Ach ja, genau. Hat ja gesagt, dass er mal eben kurz nochmal ins Schneekleid rüberwandert. Dann wollen wir mal zu Alfino düsen. Während ich ganz gemütlich meinen Kaffee schlürfe. Ah, herrlich. Kaffee. Wer mag keinen Kaffee? Jeder muss Kaffee mögen. Kaffee kann man einfach nur mögen. Keine Widerworte. Ah, ich habe einen Teddybären. Vielleicht knurrt er auch, wenn man drückt. Oh, ist das niedlich. Nein, nicht mehr. Ja, was gibt's Schönes zu erzählen wieder? Es ist nicht viel passiert zwischen Aufnahme und Aufnahme. Außer, dass halt eben etwa 24 Stunden dazwischen gelegen haben. Und ich in der Zwischenzeit auch arbeiten war. Aber ansonsten eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Schade eigentlich. Aber es gibt halt eben immer noch eine ganze Menge zu tun. Und wir arbeiten dran, endlich mit dem Realm Reborn Content abzuschließen. Und wir bewegen uns gerade auf einem, ja,
ziemlich schnellen Fahrt eigentlich sogar, glaube ich. Alfino. Dufte, du bist wieder zurück. Ich bin sehr erleichtert, dich unverletzt zu sehen. Großmeister Emmerich ist gerade eben eingetroffen. Sag, konntest du Eisherd stellen? Mhm, ja, genau. Hm. Auch wenn es noch glimpflich ausgegangen ist, wäre es besser gewesen, die Beschwörung rechtzeitig zu verhindern. Und Eisherz ist frei. Nun, dennoch sollten wir unserer Heldin den ihr gebührenden Dank aussprechen, meint ihr nicht, Kristallkommandant? Deine Tat zeugt von beispiellosem Mut. Unser Reich wurde vor einer großen Gefahr gerettet und dafür möchte ich dir im Namen aller Ischgarder danken. Ja, natürlich. Wie immer bin ich dir zu größtem Dank verpflichtet. Shiva ist vernichtet. Das ist in der Tat eine frohe Botschaft. Dass Eisherz flüchten konnte, ist bedauerlich, aber sie wird nicht lange auf freiem Fuß sein. Es ist die Aufgabe der Tempelritter, sie zu stellen, und ich werde unverzüglich weitere Suchtrupps losschicken. Übrigens, Baron Drillmont, ihr sagtet, die Lieferung wurde sichergestellt? Ja, Großmeister Emmerich. Wir sind bei unserer Suche nach den Heretikern darauf gestoßen. Bis auf die Kristalle konnten wir fast die gesamten Hilfsgüter, die für Geisterzoll bestimmt waren, bergen. Ein überaus glücklicher Zufall. Wir werden die Lieferung um die verschwundenen Mengen ergänzen und eskortieren von Rittern unseres eigenen Hauses nach Geisterzoll schicken. Sehr gut. Seht zu, dass diesmal alles glatt geht. Danke euch, Großmeister Emmerich. Vielleicht darf ich als Ausgleich die Bezwingerin von Shiva noch ein wenig länger beanspruchen. Ich möchte, dass du uns nach deinem Camp Drachenkopf begleitest. Enchefond macht sich die größten Sorgen um dein Wohlergehen. Als er hörte, dass du gegen Shiva in die Schlacht ziehst, wollte er sofort zum Schneekleid, um dir zu helfen. Ich konnte ihn nur mit Mühe davon abhalten. Nicht auszudenken, wenn sein Geist von Shiva besessen würde. Er ist ja nicht schon enthusiastisch genug, vor allem, wenn es um dich geht, Abenteurerin. Aber wie dem auch sei, wir treffen uns in Drachenkopf. Meine Jüde! Wir sind aber auch echt mega ilbenbar ultra geil, deswegen kann man uns ja nur mögen. Ja, wir sind hier bling bling glitzer glitzer Kriegerin des Lichts und so. Nein, kein Glitzernagellack. Was haben wir in der ganzen Zeit gemacht? Ich meine, wir sind in Ulda angekommen, haben uns langsam hochgearbeitet von einer einfachen Abenteurerin zu einer anvertrauten des Uldarschen Sultanats, sind dann in alle drei Staaten aufgetroffen, haben Ifrit besiegt, haben anschließend gegen die Galliar gekämpft, haben die Ashians besiegt, haben Ultima besiegt, haben die Primae besiegt, haben diplomatische Handlungen durchgeführt und eigentlich haben wir eine gewaltige Menge gemacht. So, jetzt muss ich mal kurz Aya gute Nacht sagen. So, und dann werden wir gleich mit Enchefond reden. Wie ich deine Rückkehr ersehnt habe, jede Stunde warte ich darauf, deine prachtvolle Gestalt unversehrt wieder zu erblicken. Du weißt, dass mein heißes Herdfeuer immer für dich brennen wird. Je kälter die Nacht, desto enger muss man zusammenrücken, nicht wahr? Dass die niederträchtige Eisherz deine formidablen Kräfte überbieten könnte, dachte ich nicht einen Augenblick. Aber so völlig untätig zusehen zu müssen, wie sich meine tapfere Genossin todesmutig in die Schlacht wirft, nie habe ich meine Pflicht, die mich an dieses Gemäuer fesselt, mehr verflucht als in diesen Stunden. Aber du bist zurück und keine Schramme verunziert deine Haut. Was für ein Glück! Ich hätte wirklich nicht gewusst, was ich tun würde, wenn du mir nie mehr Gesellschaft leisten könntest. Zu gerne würde ich unser Wiedersehen mit einem Glas wärmenden Glühtee feiern, aber Großmeister Emmerich wartet bereits im Empfangszimmer
um mit euch über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Ishgard und den Stadtstaaten zu sprechen. Geht nur gleich hinein. Ah, oh, ist das lieb. Ist das lieb, der mag uns. Oh, und da geht's weiter. Fortum, Tempelritter, Wächter. Ah, da seid ihr ja. Soll ich euch gleich zum Großmeister führen? Ja, bitte. Was für eine Heldentat. Dein Triumph über Shiva ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Alles, was ich über dich gehört hatte, war noch untertrieben. Mit der Beschwörung Shivas durch ihre heretischen Anhänger wurde Ishgard zum ersten Mal selbst mit dem Zorn eines Primae konfrontiert. Shiva hätte große Verwüstungen angerichtet, wenn ihr nicht so beherzt und schnell gehandelt hättet. Dann seht ihr sicher ein, dass solchen Bedrohungen rechtzeitig Einhalt geboten werden muss. Was haltet ihr nun von den Exile, die sich immer weiter in Karthas ausbreiten und Garuda um Hilfe anflehen? Unsere Ritter, die an den Landesgrenzen wachen, würden den Exile lieber heute als morgen die Federn rupfen. Doch die Kurie beharrt darauf, dass wir uns passiv verhalten und nur in Notwehr kämpfen. Das liegt vor allem daran, dass bisher die Drachen als größere Bedrohung wahrgenommen wurden. Immerhin haben sie bereits zwei unserer Festungen erobert und bedrohen gar unsere Hauptstadt. Wohingegen Garuda bisher kein Interesse an Ishgard gezeigt hat. Unter dem Gesichtspunkt ist es womöglich gar nicht schlecht, dass uns die drohende Gefahr durch die Primae eindringlich vor Augen geführt wurde. Euch, die ihr schon so lange gegen die Primae kämpft, muss es wie Hohn erscheinen. Doch bitte versucht uns zu verstehen. Oft erkennt man seinen Irrtum erst, wenn man die Folgen am eigenen Leib spürt. Aufgrund der Erfahrung mit Shiva muss Ishgard seine Haltung zur Primae-Problematik überdenken. Zumindest wird es nun einfacher sein, unsere Unterstützung für Geisterzoll zu rechtfertigen. Mit Großmeister Emmerich als Fürsprecher werden unsere Kritiker schamvoll verstummen. Ishgard lebt nicht im Überfluss, doch wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Dafür danke ich euch im Namen aller Kolonisten. Unsere Hilfe soll nicht länger an eine Bedingung geknüpft sein. Ihr seid zu keiner weiteren Gegenleistung verpflichtet. Habt Dank, Großmeister Emmerich. Doch gestattet uns, auch weiterhin den Hüter des Sees im Auge zu behalten. Seht es als Freundschaftsdienst. Außerdem liegt es in unserem eigenen Interesse. Wenn sich die Drachen erheben und Körthas in ein Flammenmeer verwandeln, wird bald darauf auch Mordona brennen. Danke. Damit erweist ihr Ishgard einen großen Gefallen. Doch sagt, glaubt ihr wirklich, Midgard Sommer könnte wieder auferstehen? Der Himmel ist das Fenster zur Wahrheit. Doch diejenigen, die seine Zeichen deuten, sind nicht unfehlbar. Dass ich euch um Hilfe gebeten habe, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich verstehe. Ihr wolltet uns von vornherein unterstützen, ob der Drache nun zu erwachen droht oder nicht. Geisterzoll ist eure Vorsichtsmaßnahme. Euer Schutzschild gegen die galeischen Truppen in Mordona und alle anderen Gefahren aus dem Süden. Ishgard verweigert seinen Nachbarn die Hilfe, spannt sie aber zur Verteidigung des eigenen Territoriums ein. Was wollt ihr damit sagen? Wisst ihr, wer für gewöhnlich zum Großmeister der Tempelritter ernannt wird? Jemand aus gutem Hause. Ich stamme nur aus niederem Adel und dennoch bin ich Großmeister geworden. Was glaubt ihr, warum das so ist? Weil ich schnell gelernt habe, die Unterschiede zwischen Worten, Taten und Überzeugungen zu erkennen. Sollte die Kurie verlangen, Geisterzoll als Schild aufzubauen, so würde ich dem nicht widersprechen. So oder so bin ich überzeugt, dass allen, auch den Siedlern, am besten gedient ist, wenn Geisterzoll die nötige Hilfe erhält. Wie überaus praktisch, nicht wahr? Der tausendjährige Krieg gegen die Drachen und nicht zuletzt die siebte Katastrophe haben Ishgard ausbluten lassen.
Das einfache Volk ist am härtesten von den Entbehrungen betroffen, was ich als einen der Gründe sehe, warum die Heretiker so großen Zulauf erhalten. Dieses grundlegende Problem können wir kaum aus eigener Kraft lösen. Ishgard muss sich nach außen öffnen. Nur in Kooperation mit unseren Nachbarn können wir uns von der siebten Katastrophe erholen und die Bedrohungen durch die Primae, die Galear und auch durch die Heretiker abwehren. Leider ist die päpstliche Kurie nicht gewillt, Fremden zu vertrauen. Dafür ist sie zu sehr in alten Denkmustern verfangen. Ishgard ist stolz auf seine Traditionen, doch die jüngere Generation strebt auch nach Veränderungen. Es ist mir wichtig, dass ihr das versteht. Mir scheint, wir beide streben durchaus nach demselben Ziel. Bitte verzeiht mein Misstrauen, Großmeister Emmerik. Damit tat ich euch Unrecht. Nicht doch. Ihr wart nur offen und ehrlich zu mir. Dafür müsst ihr euch nicht entschuldigen. Den Weg der Erneuerung gehe ich nicht allein. Viele Gleichgesinnte stehen mir bei. So auch meine Begleiterin. Sie genießt mein besonderes Vertrauen und wird in meinem Namen zu euch sprechen. Seneschal Lucia, zu euren Diensten. Ich hoffe, ihr versteht uns richtig. Es ist unklug, dies in Ishgard offen zu bekunden, doch lasst mich euch versichern. Wir möchten Eorzea einen, um uns gegen unseren gemeinsamen Feind zu wappnen. Das Bündnis mit euch ist der einzig richtige Weg, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Denn wer ewig der Vergangenheit nachhängt, droht den Blick auf die Zukunft zu verlieren. Als meine Stellvertreterin wird Lucia die Hilfslieferungen an Geisterzoll beaufsichtigen. Sollten Probleme auftauchen, könnt ihr euch vertrauensvoll an sie wenden. Dass sie nicht aus Ishgard stammt, befreit sie von jeder Bindung an ein bestimmtes Haus. Kein Ritter wäre meines Vertrauens würdiger als sie. Ach ja, dabei fällt mir ein, ich habe noch etwas für euch. Au chefon! Sehr wohl, Großmeister. Als Zeichen unseres Vertrauens möchten wir unsere neuesten Erkenntnisse mit euch teilen. Dazu gehören Hinweise auf die Verbindung zwischen dem Spion und den Heretikern, sowie ein Protokoll über das Verhör des Händlers, den ihr uns übergeben habt. Mögen sie euch bei euren Nachforschungen dienlich sein. Hab Dank, Großmeister Emmerik. Keine Ursache. Schließlich sind die Galear unsere gemeinsamen Feinde. Na also, das lief doch wie geschmiert. Der Samen der Freundschaft ist gesät. Lasst ihn uns hegen und pflegen, auf dass er prächtig gedeihe. Na, das ist doch mal eine freundliche Aussage. Wir schließen diese Quest hier ab und beenden diese Aufnahme mit einem Juppie! Wir sind einen Schritt weiter und ja, sind mal gespannt, was in der nächsten Folge auf uns noch warten wird, bevorsteht. Es wird toll! Ich sag nur, es wird toll! Also, bis nächstes Mal, wenn es wieder das Let's Play Final Fantasy 14 mit der duftenden Mieze und dem duftenden Typ. Der duftende Typ verduftet jetzt erstmal.